Welcome. Hallo und willkommen bei Suite 776. Ein Horror-Game, wie immer. Natürlich. Es ist ein Indie-Game. Es ist, glaube ich, gerade erst rausgekommen. Relativ frisch jetzt hier und so. Es soll etwas wie PT sein. Ich bin gespannt. Drücke I, funktioniert nicht. Okay. Das war laut. Wow, das wird creepy laut. Warnung. Es ist sehr aggressiv mit Horrorelementen. Bitte? What? Wir haben keine Safe-Funktion. Ach du Kacke. Ungefähr 50 Minuten zum Durchspielen. Ich werde locker 50 Minuten brauchen, wenn nicht sogar länger. Turnbix Games. Okay. Das ist das Scary One. Okay. OMG. Oh. Marcia wurde tot in ihrem Zuhause gefunden. Sie hat sich selbst erhangen. Sie hat ihre einzigste Familie allein gelassen. Und ihren 7 alten Jahren Sohn. Marcia war eine berühmte Architektin. Und sehr gut, also sehr, ja, sehr gut bekannt. Wat? Achso, es ist meine Aufgabe, zu beweisen, dass der Raum oder die Wohnung 776 existiert. Ich will Marcy in Bewegung fotografieren. Das Einzige, was ich tun muss, ist die Glocke klingeln. Nur einfach die Glocke klingeln. Bitte? Ich möchte keine Bell ringen. Oh, da sind wir ja schon. Boah, Alter, das ist mega laut, ne? Oh, Alter, das ist wirklich laut. Ach du Kacke. Zimmer 776. Das ist schon mal nicht. Stanislav Trukowski. Okay. Können wir rennen? Nee. Hinhocken können wir uns bis jetzt auch noch nicht. Okay. Nix rennen, nix crouchen. Das ist gut. Aber gut, er läuft relativ schnell, ne? Ich hoffe, hier sind nicht irgendwelche fiesen Rätsel drin. Eine 10. Drück E zum Interacten. Die Schublade ist verschlocken. Verschlocken, verschlossen. Verschlocken. Was? Es sieht aber einfach aus, sie zu öffnen. Ja, dann macht doch auf das Ding. Oh ne, bitte nicht. Englisch. Oh, ich habe Raum 7 oder Apartment 776 überlebt. Es ist wahr. Alles, was passiert ist, ist wahr. Aber das kann nicht möglich sein. Ich war auf der 12. Etage. Als ich aus dem Fenster schaute, war ich in der ersten Etage. Da sind über 6 andere Zimmer auf diesem Flur. Raum oder Zimmer, Wohnung, wie auch immer, 776, sieht größer aus, als sie ist. Oder, ja, die Proportionen stimmen halt nicht. Es gibt noch ein oberes und unteres Level. What? Das macht absolut keinen Sinn. Und wie zur Hölle komme ich hier raus? Bin ich der Einzige? Ich habe keine Hinweise. Ich bin hierher gekommen, um irgendwas aufzunehmen. Ich habe Kameras aufgestellt, aber die
Aufnahmen sind verloren. Ja, pack wieder weg. Pack. Hallo? Kann ich das wieder wegtun? Aha. Ja, so schon mal nicht. Wie packe ich denn das jetzt wieder weg? Hallo? Okay, das ist, wie habe ich das jetzt weggeschmissen? Mit E war es nicht. Gleich nochmal testen. Oh, mit A wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich habe es weggeschmissen. Ich freue mich. Holy. Okay, noch sieht alles cool aus. Krass, wir können frei rausgucken. Ich drück doch eh, Mann. Was ist das laut? Alter, mir fliegen bestimmt gleich die Ohren ab, wenn hier irgendwas abgeht, wenn hier was passiert. Oh. So. I ring the bell. War das Kästchen vorhin schon offen? Ich habe nicht aufgepasst. Und jetzt? Wow. Nix. Jo, ich bin dann wieder weg. Tschüss. Maybe. Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt einfach. Mach die Tür zu. Tschüssi. Was ist denn, wenn wir jetzt einfach gehen? Mach das ja sonst nicht. Ich gehe ja trotzdem einfach wieder rein. Das ist dann das erste Ende. Tschüssi. Wir fahren tatsächlich runter. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Da hätten wir wenigstens mal ein gutes Ende. Ich erreiche immer das schlimme Ende. Oh, es wird dunkel. Yay, Ending 2. Geil. Super! Ja, es existiert nicht. Nee, 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 nee. Wir hauen einfach ab. Ich habe so viele Fragen, keine Antworten. Ja, die holen wir uns gleich. Warte doch mal ab, Junge. Was? Da ist ein Weg, um meine Mutter zu retten. Da ist einer. Was? Seine Mutter? Eine Sequenz. Was? Wat, 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 wat? Ach du Kacke. Es ist seine Mutter, die wir retten müssen. Wir sind diese 7 alte Jahre Junge. Finn. Das war ein kurzes, aber gutes Spiel. Ich bin begeistert. Wir haben alles richtig gemacht, ne? 6 Minuten, ey, super. Was kann man denn hier alles holen? Goldbarren, Fotografien und ein Easter Egg. Okay. Es gibt ein Easter Egg. Das ist ja nice. Schönes Spiel, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wa? Danke fürs Spielen, aber sehr, sehr gerne. Das war so ein entspanntes Spiel. Ich bin super begeistert. Ne? Nur zu empfehlen. Oh hier, wirklich. Ab 6. Dezember ist das jetzt rausgekommen. Ui. Ganz frisch geschlüpft. So, jetzt sind wir mutig. Jetzt gehen wir rein. Jetzt aber. Jetzt gehen Rückzieher machen. Jetzt ziehen wir durch. Also ist das unsere Mama? Wir wollen sie also retten. Okay. Dann retten wir mal unsere Mama. So, warte. Ich weiß ja jetzt nicht, ob wir nochmal alles angucken müssen. Ich hab das gelesen. Okay. Warum leuchtet denn das so schön? Ich kann echt mich nicht hinhocken, ne? Nee. Okay. Dann müssen wir das wahrscheinlich auch nicht.
Die Türen sind definitiv alle zu, also wollen wir mal. Die Glocke wurde geklingelt. Benutzt war. The bell was rung. It was rung. So, wir gehen. Wir gehen und dann kommen wir wieder. Ob das Licht vielleicht anbleiben kann nachher später. Wäre ich sehr dafür. Oh nee, ehrlich, maybe. Okay. Steht vielleicht deswegen die 10 da, dass wir 10 mal diese komische Klingel klingeln müssen? Habe die ganze Zeit dieses Ring My Bell-Lied im Kopf. Das ist so kacke jetzt gerade. Das ist gerade nicht gruselig. Wobei das Lied ist, naja, okay, das Lied ist auch ein bisschen strange, aber sollte man vielleicht mal im Hintergrund einbauen. So, auf geht's, Mutti. Es gibt hier auf jeden Fall richtig fiese Jumpscares. Was? Ach so, Interact. Das wurde mir schon weitergeleitet und es soll gut sein, das Spiel, ne? Alter, was ist denn das für ein riesen ewig langer Flur? Der wird mir bestimmt noch zum Verhängnis werden. Oh. Oh, the door closed. Oh, Alter, ey, atmen wir etwa auch da drin? Oh nein, bitte nicht. Oh, das finde ich am schlimmsten. Wenn du den auch noch atmen hörst. Okay, noch ist es hell. Bitte was? Holy crap. Mutti, bist du's? Ich bin hier, um dich zu retten. Boah, Alter, ich höre schon jemanden hier rumlatschen. Warum laufen wir denn jetzt aber auch so schnell auf einmal? Was ist denn da los? Mami? Okay. Da geht's schon mal los. Hat die gerade die Lampe auf uns geschmissen? Böse Mutti. Böse. Was passiert, ein Genie? Nein, sie war kein Genie. Die versucht ihren eigenen Sohn zu töten. Hallo? Das geht mal gar nicht. Oh ja, die Jumpscares waren echt fies. Oh, verdammt. Kann die uns töten, bestimmt, oder? Oh, ich höre die ganze Zeit diesen Herzschlag. Oh, wie ekelhaft ist das? Was? Was ist? Warte, ich verstehe es gerade nicht. Was soll ich drücken? Oh, das schon mal nicht. Hä? Ich muss irgendwas drücken. Die Shift-Taste. Ja, aber das geht ja nicht. Warum passiert denn da nichts? Wut? Warum geht denn das nicht? Ich muss doch die Taste drücken, oder nicht? Ach so.
Ach so. Ach, mit der linken. Ah, jetzt. Und ich drücke hier einen Rotz, ne? Guck mal, da ist ein Licht. Es leuchtet blau. Ich weiß doch, dass das lockt ist. Willst du mich rollen? Wir müssen also ein Foto von ihr machen, wenn sie läuft, ne? Warum glitzert denn das da so? Was ist denn das? Was ist das? Wissen wir nicht. Oh Mutter, Alter, was ist denn da los? Oh, Alter, es ist dunkel. Mutti, ich ringel noch mal hier die Bell. Was? Ich habe jetzt irgendwas eingesteckt. Ich weiß gerade nicht was, aber die Bell kann ich nicht ringen. Habe irgendwas eingesteckt gerade. Door is locked. Warum springen die Tür? Oh, Alter, wie schnell der rennt. Der macht ja nicht nur einen Schritt, das ist ja gleich. Oh, cool. Architektin des Jahres. Alter, das Ding schlägt uns gleich, oder? Oh, nee, ich will keine Noten readen. E-Mail. Results von gedruckte Kopie. Was ist mit der Maus hier? Einige Tests. Ich habe keine Ahnung. Was ist. Irgendwas stimmt mit der Maus hier nicht. Sie lacht. Sie wackelt hin und her. Sie lacht. Exzessives Lachen? Irgendwelche Medikation hilft irgendwie nicht, keine Ahnung. Wir sollten jemanden kontaktieren, vielleicht der Sohn. Was ist mit der Mauer? Irgendwas ist die besessen. Ich habe gerade ein Foto gemacht. Warum? Meine Fresse, warum geht denn die Tür immer gleich so auf? Ring the bell again. Ring the bell again. Ich möchte das jetzt aber irgendwie gerade nicht mehr so, ne? Ring the bell again. Ist schwierig, wenn du die. Das ist ja widerlich, ey. Ich renne ja einfach drauf los. Mutti? Ich weiß ganz genau, dass die Alte da jetzt rausgespackt kommt, oder? Wenn ich da jetzt hingehe, springt sie mich an. Ein Foto gemacht. Bitch, ich hab dich. Kann ich da jetzt rein? Nein. Ring, 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 ring. Okay, ich muss noch mal bimmeln. Alter. Oh, falsche Taste. Oh, ich will da nicht hingucken. Oh, i. Oh, puh. Das ist sehr unangenehm, Leute. Ich drücke mal die falsche Taste. Das ist schon doof, ne?
Die Tür ist immer noch abgeschlossen. Warum leuchtet denn? Was ist das? Was leuchtet denn da so? Mutti, ich bin. Oh, scheiß die Wand an. Pick up Photograph. Okay. Hier to pick up Photograph. Ach so, ich sollte das Foto einstecken, was da rumlag. Oh, Leute, macht mich nicht fertig. Was? Wie sehe ich den Zahlencode? Oh nee, bitte, bitte keine Rätsel. Warum mache ich denn immer Fotos? Ach so, man muss nur zurückgehen, dann geht das weg. Holy. Alter, das wird ein richtig fieses Spiel. Was ist das? Was haben wir jetzt eingesteckt? Wir haben einen Schlüssel. Fürs Office, ja, das wissen wir schon. Den behalten wir jetzt einfach, oder was? Wir haben ein Foto. Und eine Büroklammer. Oh, was steht denn hier überhaupt? The first page of my notebook is missing. Something. Die erste Seite von meinem Notizbuch ist verschwunden. Irgendetwas hat es ausgerissen. Ich erwachte in der Suite 776. Oder so, denke ich. Ich habe das Gefühl, ich bin hier eingeschlossen. Es fühlt sich an wie eine Illusion. Als wäre es nicht real. Ich kann das nicht lesen. Was ist die? I've always retailed. Ich habe immer Geschichten gelesen, als ich jünger war, über dämonische Besessenheit. Okay, die Mutter ist besessen. Blut, was Blut gibt, bedrängte Augen oder sowas. Just could move a muscle, but if you could Mary. Ja, könnte Mary besessen sein. Okay. Was ist das? Place. Ich habe aber auch ein Foto gemacht. Wo ist mein Foto? Hängt das? Was ist denn da los? The door isn't locked, but there is a force keeping it shut. Ob? Irgendwas hält die Tür zu. Ach, jetzt sehe ich erstmal, dass meine Nachtkamera immer wieder, also ich die Energy immer wieder ausgeht. Bitte drücken Sie immer wieder Foto, immer wieder. Kann ich noch mal bringen? Nein. Okay. Schwierig. Aber anscheinend macht das Ding nur Fotos. Wenn wir es brauchen. Oh, das ist creepy. Kann ich jetzt da gehen? The door is locked. Okay. Wie spät ist denn das? Um 9. Oh. Was ist jetzt hier eigentlich? E to interact. Was ist denn das? Eine verschlossene rote Box mit drei Aussparungen. Oh, wir müssen da irgendwas reintun. Kann man das nehmen? Nein, Architektin des Jahres. Aber hier leuchtet doch auch irgendwas Blaues. Okay. Ring it again. Remind me of my failures. Fail? Fehler? Erinnere mich an meine. Oh. I will grab you from behind. Alter, verpiss dich! Sie wird mich von hinten begrapschen. Die Sau. Ich mach schon wieder ein Foto. Ring. Ich will nicht. 7. Mal. Mutti? Oh nein, bitte keine Puppen! Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Oh, meine schlimmste Phobie, Alter. Oh, nein. Oh, suck it. Oh, puh.
Oh nee, oh, da wird mir jetzt gleich ganz schlecht da. Ich hasse Puppen. Ja, scheiß die Wand an. Interview Nummer 1. Interview. Wir Menschen sind Mary has a bell. Marcy hat eine Glocke oder eine Klingel auf ihrem Schreibtisch. Was? Ach so, jedes Mal, wenn sie etwas liest in der Zeitung, was ihr nicht gefällt oder nicht passt, hat sie die Glocke geläutet. Glocke läutete kontinuierlich. Solange bis sie ihr neues Zuhause fertig hatte, ihr Meisterstück, hat sie es genannt. Sie war eine wütende Person. Siehst du, wenn sie wütend war, hat sie die Glocke geläutet. Wow. Also machen wir sie jetzt richtig wütend? Warum mache ich denn immer ein Foto davon? Na toll. 1, 2, 3, ready for creepy me. Oh, guck mal mit Smiley. Oh, süß. Oh nein, das ist nicht. Ich möchte da nicht raus. Oh, suck it. Komm schnell durch hier. Alter, wenn sie mich angreift, habe ich Pech. Komm upstairs. Ich komme. Wenn die sich bewegen, bin ich raus. Die Tür geht nicht auf. Oh, oh Mann, das ist so mega eklig. Oh, wieso? Warum? Nein. Was? Was ist da gerade passiert? Nein, ich gehe da nicht wieder. Bin ich bescheuert? Ich gehe da nicht wieder zurück. Die Tür ist wieder offen. Oh. Oh, Leute. Alter, ich habe nicht mehr Gänsehaut, mir ist schon richtig heiß. Warum wollte ich das nochmal spielen? Ich will kein Foto machen. Ach so, da war ein Foto. Oh, nee. Do not enter. Strange Door. Oh. Ich glaube, da drin war die eingesperrt, ne? Kann man nicht rennen. Da leuchtet was Blaues. Oh, ist das widerlich, eh. Was ist da? Ist irgendwas im Abfluss? Ich brauche irgendwas, um das da rauszupurbeln. Okay. Ein Kühlschrank. Oh, hier ist ein Kühlschrank. Oh, hier. Der Code. Der Code. 2155. Jo. Designer of the Decade. Ja, schön für dich, Bitch. Hier, nimm das Foto. Ach, geh doch mal weg da, Alter. Hier, guck mal. Was ist denn da? Ach, hier. Ah, eine Angel. Ach, hier, irgendwas zum Ausangeln. Ah, cool. Ich komme da nicht hin. Es war, oh, die Puppen, Alter. Ja, wieso? Warum Puppen? Wer denkt sich denn sowas aus? Ich habe die Nummer vergessen. Ich muss die mir jetzt schnell aufschreiben. 2155. Boah, zum Schreiben. Ah, oh, puh. Ich hasse Puppen. Das ist das Schlimmste, was es gibt hier. 21, 55. Falsche Taste. Warum steht denn hier eins? Also, das heißt, ich habe ein Foto gemacht, ne? Interview Interior. Ich inter. Mutti? Bist du's? Movement Sensor disabled. 27. Juli 2019. Alter, wie krass, das sieht so realistisch aus. Wie geil ist das denn? Ach, ich kann Fotos machen. Wie schön.
Ich habe 5 Fotos gemacht. Ich freue mich. Wie komme ich denn hier wieder raus aus der Kamerafunktion? Hallo? Alter, die Frau ist da weg. Wo läuft denn die jetzt eigentlich? Die steht oben vor. Die steht vor unserer Tür. Nein. Verpiss dich! Die steht vor unserer Tür oben. Komm, die bewegt sich. Ich kann es im Schatten sehen. Hau ab. Mach ein Foto. Die steht vor unserer Kacktür. Mutti, entspann dich. Ich bin's. Mach dir einen Keks, ein Brot, keine Ahnung. Nee, Backkekse meine ich. Und. Was? Ich möchte da nicht raus. Ich bleib einfach hier. Oh, Mutti, ist das dein Kacken ernst? Kann ich zur Seite illern? Mami, eine Puppe. Ich hasse es, dass ich. An der Puppe. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt irgendwas genommen. Was ist? Oh. Echt jetzt? Ich habe mir gerade eine Leiter in die Hose gesteckt. Hier ist es dunkel, da will ich nicht. Mutti, hau ab. Lass mich in Ruhe. Scheiße, ich muss aber runter. Ich komme ja von hier oben nicht ran. Hier geht's runter, oder? Oh, falsche Taste. Oh, Mutti. Warum stehen denn überall diese verkappten Puppen hier? Det. Ja, du mich auch. Warte mal, hier die Bilder. Ich habe schon 3 Bilder. Und ich persönlich habe schon 5 Bilder. Was sind denn das für Bilder? A cork bullet board. Seems like it missing whatever. Alter, die ist schon krass gemacht, die Frau, ne? Mega realistisch vor allen Dingen. War das hier? Nimm. Nimm. Habe ich mir das jetzt genommen? Geh mal weg hier. Puppe, hau ab. Ich will da rein. Boah, fu. Leute, das ist doch nicht normal. Mutti, ich hasse dich. Die kommt nie. Ich will nicht wissen, was hier noch für Jumpscares kommen, Alter. Ich habe goldenen Schlüssel mir genommen. Was habe ich mir genommen? Ich habe immer noch ein Seil und einen Haken. Ich habe einen Schlüssel und ich habe das Ding, habe ich auch noch. Ich habe einen goldenen Schlüssel. Oh, hier steht schon was. Sie stalkt mich jetzt. Sie greift mich von hinten an. Alter, wenn die das tut. Ach, scheiße, ich muss noch mal in den Kühlschrank. Ich drehe mich einfach nicht um. Was ist denn damit? Jetzt hab ich gedacht. Oh, ich hasse diese Puppen, Alter. Verpisst euch. Ich habe vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Könntest du. Dankeschön. Dankeschön fürs Weg. Oh, hier ist ein Bild. Dankeschön. Eto Interact. Was habe ich gesagt? 2, 2, 1. Ah, cool. Warte, 5, 5. 5. Was? Was ist denn das? Was?
Was habe ich mir jetzt genommen? Ist das, war das gerade ein Bolz? What? Ich habe einen Bolzenschneider. Wieso? Muss ich jetzt wieder die Glocke klingeln? Ich weiß es nicht. Mutti, ich weiß es nicht. Nee. Hä, was muss ich jetzt machen? Boah, Alter, ich habe gedacht, jetzt steht ja eh noch. Ach so, jetzt. Ja klar. Aber wenn ich das jetzt mache, bin ich doch gleich tot, oder? Stimmt's, Mutti? Oh, willst du mich verarschen? Komme ich auch noch nicht rein. Ich frage mich, was da drin ist. Ja, ich mich nicht gerade. Komm mal hier noch mal ran. Komm mal, nee. Müssen wir jetzt die Klingel wieder klingeln? Habe keine Ahnung. Oh, das ist so krass gemacht, ne? Oh, das ist voll ekelhaft. Ich hasse diese Puppenviecher. War echt jetzt nicht? Ich habe einen Schlüssel, aber die. Für was war denn jetzt der Schlüssel? Bin verwirrt. Wir haben einen goldenen Schlüssel, aber wofür? Schnalle ich jetzt gerade nicht. Hierfür vielleicht? Aber ich habe doch einen Schlüssel. Manu, hier. Der goldene Schlüssel. Das ist Gold, verdammt. Oh. Entschuldigung. Da will ich nicht rein. Interviewer. Oh, Interview 12. Einige haben einige, also wir, ganz viele von diesen hässlichen Puppen haben wir gefunden. Okay. Marcy. Well, weißt du, also. Es ist interessant. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas macht sie verrückt. Was macht sie verrückt? Ich verstehe es nicht. Mein Englisch ist echt mega schlecht. Was habe ich jetzt genommen? Ich habe einen Goldbarren. Wow. Habe ich auch bei mir einfach so im Schlafzimmer rumliegen, klar. Was sonst? Ja, ich will die Noten nicht mehr reden. So, Leute. Ring, 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 ring.
ich das jetzt mache, sind wir tot. Oh, da hätten wir schon den zweiten Tod. Aber dann fange ich wieder von vorne an. Das wäre schon blöd, ne? Oh, scheiße, was ist denn das? Als allererstes ringe die Bell. Als zweites ist es der Kühlschrank. Hol den Code. Keine Ahnung. Und das dritte ist, geh zu den Monitoren. Und dann in ihr Zimmer, wo die sich gehangen hat, oder was? Alter, ich weiß, dass du. Ich. Nee, lieber nicht. Die hat sich. Okay, jetzt müssen wir nochmal die Bell ringen oder was? Oder wie? Oder verstehe ich das jetzt richtig? Ich verstehe es nicht. Aber wir brauchen doch erstmal ein Werkzeug, um. Lockt. Sagte mal, ich möchte nicht. Na klar. Mutti, warum tust du mir das an? Ich würde sagen, geh sterben, aber du bist ja schon. Das Licht geht auch gleich aus, ich bin gleich tot. Wo muss ich denn hin? Warte mal, ich habe noch ein Foto. Oh, ekelhaft. Ich schwöre, es ist so mega ekelhaft. Was? Zwei Fotos noch. Ich habe keine Ahnung, wo müssen wir denn jetzt hin? Geht's hier irgendwo in den Keller? Alter, bitte gehen Sie doch in die Dunkelheit. Hier ist noch das Licht an. Ist das mein Safety Room oder sowas? Gibt es das? Ist das möglich? Warum denn? Warum nur? Was? Ich verstehe es irgendwie gerade nicht so richtig. It fits. Ah, nee. Dafür sind die Goldbarren da. Ah, jetzt? Ah, okay. Jetzt gewittert das auch noch. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe ja kein Problem mit. Jumpscares oder so halbwegs, aber das ist so mega laut. Das ist nicht mehr, die ist weg. Überall da, wo die war. Überall da, wo die war, ist jetzt. Oh Gott! Oh Scheiße! Ich hasse dich! Ist jetzt eine Puppe! Oh. Es fühlt sich an, als wäre ein Frosch in meinen Kopf gesprungen, ja? So ähnlich. Oh, es tut mir leid, Leute. Krieg ja gleich einen Herzinfarkt, ey. Holy crap! Oh, geil. Was? No matter where you turn. Egal wo du hingehst, du kannst überall ihre Wut spüren. Ja, ist wahr. Die Glocke zu klingeln war eine Erinnerung an ihre Fehler. Die wollte das doch aber. Mann. Es machte sie wirklich böse. Moment. Da liegt der Schlüssel. Also wir sind noch nicht tot.
Warum sind wir noch nicht tot? Was ist da los? Pick E. Ich habe E gepickt. Die, 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 die. Wer weiß denn die mein Name? Was ist denn da los? Ich will kein Foto machen. Ich will weg. Alter, aus der Ecke kamen die jetzt hier geschossen, ne? Die Bitch. Du blöde, blöde Kuh. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Ey, wenn die jetzt wieder hier angejumpt kommt. Do not enter. Ja, wow. Oh, wartet mal. Aber was ist denn das für eine Kacke? Oh, das finde ich jetzt aber nicht witzig. Boah, Alter, ich höre. Die heult hier rum. Warum macht denn die das? Was muss ich denn jetzt machen? Wo muss ich denn hin? Oh Mann, was ist denn das mit dem Kacklicht hier? Mutti, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich muss das mal aufladen hier. Ich drehe mich jetzt einfach mal kurz nicht rum. Ist aber schön, dass die Zahlen so leuchten, ne? Alter, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich vermute, ich muss in den obersten Keller. Aber hier ist kein Keller. Wo ist denn der Keller, wenn dann? Muss ich die Glocke nochmal klingeln? Habe ich doch gerade getan, oder nicht? Boah, Alter, ich kann die alle hören. Oh, nee. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Bitch. Oh. Holy crap. Aha. Okay, calm down. Oh, echt jetzt? Moment, ich muss erstmal aufladen. Ich wusste doch, dass es irgendwann in den verkackten Keller geht. Ist es das? Nee. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. What? What a weird key in the... Was willst du? Oh Gott, die Aale ist doch hier unten. Oh. Alter, die macht uns gleich tot. Nicht atmen, nicht atmen. Was? Ich habe das schon mal vorher gesehen. Ja, schön für dich. Ich habe keine Ahnung, was wir hier. Wo müssen wir denn hin? Hier gibt es mehrere Wege. Oh, zack. Oh Gott, ist das dein fucking Ernst? Da leuchtet irgendwas. Oh Gott, da muss ich hin. Alter, die macht. Ich weiß, dass wir gleich tot sind.
Foto. Pick up the photo. Also es hilft, wenn man nach unten guckt. Ne? Komm ja nicht rein. Oh scheiße, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ist jetzt schon wieder los. Nein, bitte nicht. Mutti, hör auf damit. Ich bin schon wieder hier. Nein. Scheiße. Konzentration. Konzentration hier jetzt nicht weiter. Oh nee. Ja, mein Gott. Boah. Oh, what the fuck? Oh, ist es hell genug jetzt für dich, ja? Oh, sag geht, Alter, renn. Ich weiß zwar nicht wohin, aber. Ach so, wir können ja nicht rennen. Oh, wie ekelhaft ist das denn jetzt hier? Komm! Warum denn nicht? Komm, das ist doch ein Timer. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Oh, warum ist denn das so widerlich, Hilde? Ich habe keine Zeit. Moni. Ich hasse dich. Oh ja, nehm ich. Verpiss dich. Ich mach dich kalt. Das heißt, ich. Oh Gott. Kann man hier irgendwie das zu kloppen? Ich bin schon wieder hier. Oh nee. Ist er jetzt weg? Hier ist ein Safe. Hallo? Komm ich denn da rein? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Komme ich denn da hin? Ach, dammit. Oh, ist das dein Kacken ernst? Jetzt benutzt doch mal irgendwas, um da reinzukommen. E to interact. Ich interacte doch. Oh, nee. Lass mich hier raus. Hier. Ich kann hier unten nichts machen. Suck it. Okay. Ich klopfe jetzt erstmal die Tür da oben kaputt. Die kommt jetzt hier gleich, oder? Damit, habe ich ein Foto gemacht? Oh, nee. Still. Stirb doch selber! Oh, die, nee, ekelhaft, 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 ekelhaft. Ein Foto. Ich brauche nur ein verkapptes Foto. Und noch zwei Goldbarren. Sterben. Ich will nicht sterben. Hallo? Reicht. Holy. Was ist mir nicht. Ist das richtig, wenn ich jetzt da reingehe? Was? Aber was ist denn hier? Dammit. Okay. Okay, Mutti. Ich hab dich gefunden.
Patch 1. Ist gerade die Tür zugegangen. Oh Mann, wir sind tot. Mein Name ist Joseph Shipping. Shippen. Mein Name ist Joseph. Ich schreibe hier, weil irgendwas falsch gegangen ist. Ich möchte, dass du weißt, dass ich hier gestorben bin. Ich bin hierher gekommen, um die Wohnung 776 zu untersuchen. Denn. Was? Moment, etwas ist. Warte mal. Ich bin hier. Also, er ist hier gestorben. Ich bin ihr Sohn. 27 Jahre alt, also 20 Jahre später. Ich habe sie vorher nicht getroffen. Manny. Einige sagen. Das Licht ist aus. Ich kann mich nicht konzentrieren. Dass die Suite nicht real ist. Ach, die steht doch gleich hinter uns. Sie hängt da noch rum. Noch, gleich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Give permission. Ich habe keine Ahnung. Ach so, bei den anderen hat es nicht geklappt, die Glocke zu klingeln. Also das hat die nicht getriggert. Also es ist nichts passiert. Zu ihrem Glück. Ich stand vor der Klingel. Und für einen Moment dachte ich drüber nach, es nicht zu tun. Lustiges Ding. Ich habe sie geklingelt und bin nochmal zurück, um es nochmal zu tun. Es ist also nicht das erste Mal passiert. Verstehe ich das richtig? Alter, wir kommen hier nicht mehr raus. Mutti? Die bringt uns jetzt, die macht uns jetzt sowas von kalt. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mutig. Was move? Mutti? Ich hab Hunger. Ich will was essen. Oh, Scheiße. No way. What? What the heck? What? Eating belt for the first time. Walk away. Mutti, ich liebe dich, aber du kannst mich mal. Tschüss. Ich habe die Chance zu gehen. Ich gehe. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Tschüssi. Komm, mach mal Jacke hier. Ich will hier raus. Jetzt sind auch meine Fotos weg. Leck mich doch am Ärmel. Tschüssi. Ich bin da mal weg. Aber bin ich wirklich draußen? Weil wenn da steht, ich bin da drin gestorben, sind wir doch da drin gestorben. Wir erleben doch die Kacke so oder so immer wieder. Tschüss. Das ist ja... ja, zwei Enden haben wir jetzt, ne? Ich bin stolz auf mich. Aber ist ja... keine Ahnung, kann man die denn überhaupt retten? Wenn wir dann bleiben, aber wir fangen ja dann wieder von vorne an. Passiert dann das Gleiche oder passiert dann was anderes? Weil wenn das Gleiche passiert, dann bist du irgendwann mal abgehärtet, ne? Dann kriegst du es auch durch. Manchmal ist es besser zu gehen. Achso, das ist derselbe Text, den ich schon mal hatte. Alter, das ist schon mies, das Spiel, ne? Also diese Jumpscares sind schon bäh und die Puppen bäh. Einfach nur bäh. Ich hasse es.
Ach, deine Mutter kann nicht mal gerettet werden, Alter, die ist tot. Hau ab. Rette dich selbst. Und rette die Cheerleaderin, ist mir egal. Gut, mir hat nur noch ein Foto gefehlt, ne? Als Bild, das du halt nicht speichern kannst. Du musst jetzt wirklich dann wieder komplett von vorne anfangen. Wobei, was heißt blöd? Ist eigentlich auch ganz gut so. Okay. Sechs Fotos auf Mousy Emotion taken. Eins von drei Goldboss. Und schon wieder kein Easter Egg. Fünf von sechs Fotos habe ich collected. Ich frage mich, was das Easter Egg ist. Aber hey, boah, Alter. Leute, ey, das zockt das mal, das ist echt cool. Okay. Irgendwann versuche ich dann nochmal das letzte Ende zu erreichen. Mir reicht's aber jetzt erstmal. Ich hasse Puppen. Ich hasse sie alle. Weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Jetzt ohne Mist. Gut, ihr habt euch wahrscheinlich genauso amüsiert wie ich. Deswegen sage ich dann schon mal Tschüssikowski. Ihr hattet bestimmt viel Spaß, glaube ich. Sich am Leid der anderen ergötzen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.